Beim Spiel des EHCS Pirates gegen die EC Niedersil zunächst einmal den meistspielenden Gäste am Puck. Neuer Versuch, Pass im Tor der Gastgeber begann übrigens Günther Besendorfer, der ja letzte Saison noch beim HCS Murzk im Tor stand. Hier sehen wir ein Bulli vor dem Tor vom eben angesprochenen Günther Besendorfer. Schuss abgewehrt zunächst, es bleibt beim 0:0 und der Puck geht am Tor von Tobias jetzt wieder. Schuss, Nachschuss und Tor 0:1 aus Sicht der Pirates. Keine Chance für Günther Besendorfer, da irgendetwas zu machen. Und es geht so weiter. Wieder sind die Gäste über der rechten Seite. Schuss und Tor. Weiterer Treffer für die Gäste. Auch dieses Mal war Günther Besendorfer im Tor der Pirates geschlagen. Spielstand 0:2. Und auch im ersten Drittel konnten die Gäste einen klaren Vorsprung herausholen. Dann das zweite Drittel. Erneute Kontermöglichkeit abgewehrt. Gute Reaktion von Günther Besendorfer. Pass. Die Pirates befinden sich in der neutralen Zone. Wieder ein neuer Versuch in der Angriffszone der Gäste. Abgewehrt von Günther Besendorfer. Neuer Versuch. Und weiterer Treffer im Rahmen dieser doch sehr eindeutigen Begegnung. Jetzt wieder ein weiterer Versuch. Die Gäste des EC Niedersil versuchen es, befinden sich natürlich im Angriffsdrittel. Schuss und gut aufgepasst, war nicht so einfach, wie es aussah. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss, abgewehrt. Der Puck befindet sich hinter dem Tor von Günther Besendorfer. Schuss und weiterer Treffer. Auch bei einem Nachschuss ist man als Goalie chancenlos. Der EC Niedersil setzt nach. Pass, abgewehrt. Immer noch die Pirates und hinter Besendorfer konnte sich auch ein weiteres Mal auszeichnen. Dennoch war das Spiel bereits in der zweiten Drittelpause entschieden. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Die Gäste im Angriff. Mittlerweile steht der Goalie Alexander Kallinger ein weiteres Mal im Tor. Pass, Schuss. Aber der Puck ging an seinem Tor vorbei, ein Nachschuss. Aber der Puck geht nicht ins Tor. Zunächst, wie sich herausstellen sollte, Schuss, Nachschuss und Tor. Erster Gegentreffer in diesem Drittel für Alexander Kallinger. Und es geht so weiter. Pass. Immer noch die Gäste am Puck. Eine sehr häufige Szene an diesem Nachmittag. Pass, bleiben im Angriffsdrittel und gut aufgepasst von Alexander Kallinger. Jetzt wieder ein Schuss, Tor, weiterer Treffer und die Gäste aus dem Pinzgau gewinnen diese Begegnung glatt mit 15:0.